Leute, was geht ab? Wir gehen heute wieder rein in Fortnite. Für Fortnite! Und zwar gibt es das neue Kampfsturmgewehr. Ich muss euch das mal zeigen. Da habe ich gestern im Stream schon mitgespielt. Hier mal ein paar Szenen. Komm her! Bam, Junge! Digga, wie du machst das für eine Waffe, Mann? So sieht's aus, Leute. Und damit herzlich willkommen zum Video. Neues Fortnite-Video. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn ihr nicht verpassen wollt, wie ich hier den einen oder anderen Sprachfehler am Stück mache. Und ich will auch gar nicht lang labern. Ich habe irgendwas gehört mit Dragon Ball Z-Skins sollen irgendwie nächsten Monat kommen. Das wäre natürlich ultra wild, Leute. Achso, Leute, noch kurz vorweg. Mich haben sehr viele gefragt, ob wir Fortnite spielen können. Glaubt mir, Leute, ich würde am liebsten mit jedem Einzelnen von euch spielen. Das ist natürlich technisch und zeitaufwendig nicht möglich. Hä? Jetzt habe ich mich irgendwie verfangen. Ich strebe den Creator-Code an, Leute. Warum? Nicht nur für die Moneten. Sondern meine Zuschauer im Stream haben mir gesagt, man kann da eine private... Könntest du mal aufhören, hier zu schießen, Digga? Meine Zuschauer meinten, man kann da eine private Lobby aufmachen. Wie in Fall Guys. Nur für Fall Guys braucht man nicht einen Creator-Code. Und das strebe ich an, Leute. Deswegen liked und schaut das Video zu Ende, damit ich vielleicht bald ja, den Creator-Code habe. Nö. Wir gehen wieder da rein, Leute. Warum die Tankstelle? Irgendwie mag ich den Ort. Es ist so cool. Man hat zwar nicht den allerbesten Loot, manchmal schon, aber es ist irgendwie cool, erstmal um reinzukommen, sich zu sammeln. Und für besseren Loot kann man ja hier rüber gehen. Hier wollte ich. Dankeschön. Ein paar Avatarbäume haben wir auch hier im Umkreis. Ja, irgendwie mag ich es hier. Ich weiß auch nicht, warum. Wo ist euer Lieblingsplatz zu landen, Leute? Vielleicht übernehme ich mal den einen oder anderen. Oh, da ist sie schon. Oh mein Gott. Ich lande nur noch hier. Da ist sie, Freunde. Ich liebe diese Waffe. Ich liebe sie. Hier. Boah! Oh, das ist wirklich... Gefühlt ballert die Winde Minigun, aber verzieht überhaupt nicht gefühlt. Gestern erst im Stream kennengelernt, Leute. Ich glaube, die ist schon ein Weilchen drin, oder? Kann das sein? Also die Waffe mag ich überhaupt nicht, Leute. Hier habt ihr den Erzfeind. Und die verzieht auch mega verglichen mit der Waffe hier, ne? Muss man auch dazu sagen. Oh, hier ist die Kiste. Nice. Okay. Juhu! Digga, ich will ein Video über die Waffe machen. Und dann kriege ich sie zweimal an meinem Lieblingsort. Und dann noch in Blue. Vielleicht mal was zu reiten, Leute. Ich fühle mich ehrlich gesagt wie ein Cowboy. Würde ich jetzt fühlen? Oh, hallo. Schweini, was geht? Hey. Hallo. Bleib hier. Jawohl. Geht doch. Yeeha! So geil, ne? Biggie? Ja, komm, ich nehme mal den Biggie mit. Biggie, 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 can't you see? Was haben wir hier? Episch, episch? Leider nicht. Aber egal, ich bin zufrieden, Leute. Kannst du dich bitte besteigen lassen? Hallo? 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 Ey! Hallo? Lass dich besteigen, du Sau. Oh, Schweini steckt fest, Leute. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Sein Donkopf, ey. Ihr müsst die Waffe mal in Action sehen, falls ihr sie noch nie gesehen habt. Ich könnte einen Kill gebrauchen. Oh, die Wölfe kommen jetzt auch, ne? Oh, das kannst du echt keinem erzählen. Haut ab. Oh, das war sehr knapp gerade. Oh, jetzt bringe ich die Wölfe einfach mit zum Gegner. So, die Zone ist auf jeden Fall auf unserer Seite. Boah, ich bin hier so offen, Leute. Ich will hier nicht mal reingehen eigentlich. Wir gucken mal, Sniper. Nein, nein! Oh, da werde ich schon angeschossen. Boah, Leute, ich sehe gar nichts. Juhu! Oh mein Gott, nur noch 10 Leben. Wo waren denn meine Finger, Leute? Ich will zwar Cowboy sein, aber man sollte auch zielen können. Oh, die Zone nicht auf unserer Seite. Das war gerade... Ja gut, das ging jetzt schneller. Ihr habt gesehen, die verzieht überhaupt nicht, ne? Flucht vor der Zone. Oh, jetzt muss ich aber flüchten, Leute. Wo ist Schweini? Lauf nicht weg, du bleibst jetzt hier. Oh mein Gott. Leute, die Zone ist anders wild. Ich sag euch ehrlich, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Yo, wer schafft das? Die Zone. Oh mein Gott, die Zone ist ja unglaublich weit. Oh, habe ich getrödelt gerade. Oh mein Gott, ein Boot. Yalla, yalla, das Boot. Wichtig, wichtig und richtig. Easy, Leute. Wer kommt denn da ins Schwitzen? Okay, das ist wichtig, das Boot. Nice. Hallo, könnten Sie aufhören, auf mich zu schießen? Das ist unfair von hinten. Dankeschön. Ich bin ein Seemann auf hoher See. Ich habe leider immer noch keine Sniper. Wenig Munition auch, ne? Boah, der hat gezogen. Ja, Freunde, eine Sniperino wäre jetzt nicht schlecht. Juhu! Verdammt. Jetzt habe ich gefettfingert, nur fürs Protokoll. Nein! Nein!
das war nicht meine gute Waffe. Genau. Leute, aber ihr habt's gesehen. Wenn man nicht fettfingert, dann ist die Waffe mega. So, Leute, da sind wir auch wieder. Oh, jetzt bin ich Fußballer geworden mit den Knien. Leute, oh mein Gott, warte mal. Lass mich den reinmachen. Mit den Knien. Leute, es war aber eine geile Runde eben, oder? Zwar nicht weit gekommen, aber auf Anhieb meine Lieblingswaffe, auf Anhieb die Lieblingswaffe in Blau und ich war Seemann und Cowboy. Das war geil. Nice. Boah, wie mein Gleiter strahlt, ne? Es ist nicht mal Nacht. Oh mein Gott, mich sieht einfach die halbe Karte, ne? Die halbe Karte weiß jetzt, dass ich hier gelandet bin. Aber egal, ich bin ja gut. Mhm. Aber ansonsten alles in allem sehr cool, wie Fortnite immer noch seit Jahren, oh, seit wie vielen Jahren eigentlich schon, kann man eigentlich sagen, seit 2017 kontinuierliche Updates raushaut. Oh, Schweini. Schweini nehme ich immer mit. Schweini oder Auto? Ich fühle es, Cowboy zu sein, Leute, oder? Ja, komm, ich will Cowboy sein. Es müssen Pferde rein in Fortnite, Leute. Es müssen Pferde rein in Fortnite. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. So, bin ich jetzt hier alleine auf der Map, oder was? Der, jetzt fühle ich mich wirklich wie ein Cowboy, wie im Wilden Western. Wie im Wilden Westen streift er hier alleine durch die Gegend, ey. Gegner? Boah, der wird so weggelasert. Ja, ey, Leute, jetzt habt ihr die Power dieser Waffe gesehen. Das ist quasi einfach nur draufhalten, ne? Alter, Schwein ist so laut, ne? Den hört man einfach aus 3 Kilometern. Sniper? Dein Begleiter ist erschöpft, ja, weil er ein Schwein ist. Keine Sniper, Leute, hä? Wurden die Snipers hier rausgenommen, oder wie? Das verstehe ich gerade nicht so, ehrlich gesagt. Ich würde eine Sniper fühlen, ehrlich gesagt. Hm, das ist jetzt echt komisch. Jetzt läuft jeder mit diesem brachialen Sturmgewehr rum. Mit diesem Kampfsturmgewehr. Aber irgendwie... Boah, so einen Kill will ich mal haben. Schweini hat wieder ein bisschen Power. Oh, das kommt mir sehr gelegen gerade. Wo wollte er denn hinspringen, Digga? Etwa wieder in den Urwald? Ja, die Runde bis jetzt nicht schlecht. Ich habe natürlich auch nicht viele Gegner gehabt. Aber viel geritten, Leute. Merkt euch, Reiten in Fortnite wichtig. Okay. Fürs Selbstbewusstsein. Alter, sei doch nicht so laut. Digga, Bro, schrei doch gleich. Yo, easy going kommt. Es wird wild. Jawohl, Kugelhagel. Du kannst nicht entkommen. Nein. Scheiße. Nein, ich sehe dich nicht. Ich sehe meinen eigenen Gegner nicht. Das ist sehr unfair, Bro. Nein! Ja, das hat der schlau gemacht, ne? Digga. Jawohl, gib's ihm, Darth Vader. Hau ihn weg. Hau ihn weg. Hau ihn weg. Jawohl. Ich habe ihn für dich geschwächt. Komm, wir arbeiten jetzt zusammen, obwohl es kein Du ist. Los, los, los. Darth Vader. Darth Vader. Hallo, was machst du da? Oh, dieses Blastergewehr. Jawohl! Er ist sein Vater. Und damit würde ich sagen, war es das mit dem Video. Ich hoffe, die Waffe hat euch gefallen und das Video auch selbst. Wir sehen uns zum nächsten Mal, Leute. Bis dahin. Easy going wild, rap mein Auto einfach selbst. Auf dem YouTube-Beat, copyright free. I'm out.